Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Selbstbewusstsein Podcast. Und die Folge heute ist wieder vollgeladen mit spannenden Learnings und Goldnuggets für dich in deinem beruflichen oder privaten Leben. Ich habe die Mareike Bruns zu Gast. Mareike Bruns ist Coachin im Bereich Mindset, vor allen Dingen Money Mindset. Und sie wird sich gleich selber nochmal intensiver vorstellen. Eine Sache, die sehr, sehr stark, mit der sie sehr, sehr stark arbeitet, ist das, was du vielleicht schon mal kennst als Gesetz der Anziehung, als Manifestieren, als wie funktioniert das, wenn ich mir etwas vorstelle und visualisiere und dann glaube, dass ich das auch bekomme, dass ich das Geld verdiene zum Beispiel, was ich verdienen möchte. Und vielleicht hast du schon mal Dokumentationen gesehen wie The Secret oder so und möchtest dieses Prinzip von dem Gesetz der Anziehung auch in deinem Leben etablieren. Und diese Folge geht sehr, sehr stark in dieses Thema rein. Es wird unheimlich praktisch, unheimlich lehrreich. Also nimm dir Zeit, nimm dir einen Zettel und einen Stift, sei dabei. Und wenn du weiter auch von Mareike lernen möchtest, dann folge den Links unten in der Videobeschreibung und check mal ihren Kanal aus. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, also ich bin Mareike Bruns, Money Mindset und Business Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen. Und mein absolutes Herzensthema ist, Menschen in meiner Zielgruppe Frauen dahingehend weiterzubringen, dass sie das verdienen in ihrem Business, was sie verdienen wollen und nicht, was sie denken, was sie irgendwie gerade so verdienen können oder brauchen, um auszukommen oder sonst was, sondern einen genussvollen und tollen Umgang mit Geld zu lernen und dabei gleichzeitig die Universumsgesetze und Spiritualität runtergebrochen auf alltagstauglich in ihr Business zu übersetzen und damit zu arbeiten und es damit einfach leichter, cooler und flowier werden zu lassen. Geil. Also du bist für leicht, Freude, Flow und Geld und Business. So, das sind so deine absolut, Themen. Absolut. Wobei wir bei dem Begriff Leichtigkeit, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Da können wir nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil das ist ein Begriff, der sehr oft in der Coaching-Welt, gerade wenn es so um Universum und so weiter geht, verwendet wird. Da darf man aber nochmal so ein kleines Spotlight drauf werfen, denn gerne. Leicht ist nicht immer gleich leicht. Verstehe. So wie wir verstehen. Also das erste Bild, was vielleicht manchen in den Kopf kommt, was mir bis vor einiger Zeit auch noch in den Kopf gekommen wäre, wäre jetzt so Filme wie The Secret oder Denke nach und werde reich und oder runtergebrochen. Einfach, ich sitze auf meinem Sofa, mach so und denke an ein Haus und an einen vollen Kontostand und ein Jahr später bin ich Multimillionär. So, was ist davon wahr und was davon hat überhaupt mit dem, was du machst, was zu tun? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das trifft die Kernproblematik eigentlich auf den Kopf. Tobi, ich war bis vor vielleicht, sagen wir mal, 2-3 Jahren genauso unterwegs, wo ich dachte, na, was ist denn das für ein Schmarrn? Ich bin ja von Haus aus Wirtschaftswissenschaftler, ich habe jetzt gerade Mathematik promoviert. Ich bin ja jemand, der sehr rational irgendwie rangeht, ja, bis gestern. Also, weil nur rational bringt uns auch nicht weiter, genau. Und da habe ich gedacht, also irgendwie kann das doch nicht sein, dass ich nur dran denke, weil ich denke halt auch manchmal an irgendwelche Sachen und es passiert dann irgendwie trotzdem nicht und was ist denn da los? Und habe da auch dann fröhlich, aber ich habe mich angefangen, weil ich es interessant fand und ich dachte, da muss ja was dran sein, weil bei irgendjemandem funktioniert das ja auch. Ne? Habe mich dann immer mehr und mehr und mehr damit beschäftigt. Und was daran wahr ist, ist, dass deine Gedanken die Quelle aller Kreation im Außen ist. Das heißt, wenn ich daran denke, dass ich Multimillionär bin, einen Pool im Garten habe oder ein tolles Haus oder ein Auto oder was auch immer, dass dann zumindest in einem geringen Maße eine energetische Frequenz schon mal rausgeht, denn Gedanken sind messbar, es ist eine Energie, die rausgeht, die ich schon mal, sage ich mal, an das große Universe, Energie, was auch immer, raussende. So, was dann aber ganz oft fehlt und das, ja, das lernt man jetzt nicht unbedingt in dem Film The Secret, wobei das ein schöner Einstiegsfilm ist, sage ich mal, ist, dass dann natürlich auch entsprechend der Glaube dazu gehört, dass das passiert, die Handlung dazu gehört, dass das passiert und mein innerliches Wachstum dazu gehört, dass das auch passiert. Das heißt, zwischen dem Gedanken, dem Traum und der Realität herrscht
eine Gap. Und diese Gap schließen die meisten nicht, wenn sie damit anfangen. Denn diese Gap bedeutet, ich handle entsprechend, ich tue und denke und fühle entsprechend. Und fühlen ist in dem Punkt das Wichtigste. Denn eine Anfrage an das Universum, wenn wir da wirklich von ausgehen, ich kann im Universum einfach irgendetwas bestellen, was ich will, geht immer über dein Gefühl. Es ist immer dein Gefühl, was du rausschickst. Und die Kunst ist jetzt, das Gefühl, was du in der Zukunft fühlen möchtest, schon heute zu erzeugen. So stark, dass du fast keinen Unterschied mehr spürst, ob diese eine Sache, die du jetzt haben möchtest, da ist oder nicht da ist. Und das ist einer der vielen, aber einer der größteiligen Gap-Schließer überhaupt, dass ich mich hier vom Gedanke und da dem Traumzustand überhaupt in dieses Gefühl hineinversetze. Und jetzt geht, und in der Richtung, sage ich mal, gehen jetzt super viele Rattenschwänze auf, was dazu gehört. Also damit fülle ich meine gesamten Coaching-Programme, was zu dem Gefühl gehört, was zu dem Ziel gehört. Wie setze ich überhaupt richtig Ziele? Wie setze ich richtig Money-Ziele und Geldziele? Wie kann ich das für mich überhaupt umsetzen? Und da, also da würde ich, kann ich jetzt den Podcast 3 Stunden mitfüllen, Tobi. Ich frage mich lieber noch was anderes. Ich Müssen hoffe, ich wir habe dich erstmal schneller reden. hinreichend erstmal beantwortet. Ja, ich find's geil, weil das ein Learning von mir aus den letzten Monaten war, ging genau in diese Richtung mit dem Gefühl, und das möchte ich nochmal kurz rausstellen, wie wichtig das ist, dass wenn man jetzt The Secret geguckt hat oder ähnliche Sachen gelesen hat und man weiß dann, wenn ich den Porsche fahren will, muss ich mich in diesen Porsche setzen und muss das Leder spüren, ich muss es riechen und dann muss ich das mich reinfühlen und so weiter. Wenn ich aber mich in diesen Porsche setze und diese Gedanken oder die Gefühle, die hochkommen, sind, ja, fuck, ich kann es mir halt nicht leisten und überhaupt, dann produziere ich oder manifestiere ich mehr von diesem Gefühl von Mangel und von Sorge und von Zweifeln, als dass ich irgendwann den Porsche habe. Und nochmal along those lines, jetzt denkt sich vielleicht der Hörer, ich denke mir das, was jetzt weiß ich, was ich will, glaube es zumindest zu wissen, was ich will. Ich stehe aber gerade hier und bin verschuldet oder habe Sorgen oder ich weiß einfach nicht gerade, wo ich lang gehen will. Du hast leicht reden, Mareike, wie soll ich mich denn jetzt so fühlen? Ich hab's ja nicht. Hast du so 3 Tipps, 5 Tipps oder einen großen Tipp, wie ich ein Gefühl, was ich fühlen will, jetzt anfangen kann zu spüren? Ja. Also ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Ja, Okay. wir sind hier übrigens gerade mitten in dem Thema, was ich zu Anfang ansprach, wo wir noch mal ein bisschen Spotlight drauf werfen sollten: die Leichtigkeit. Denn die Leichtigkeit kommt mit der Übung und mit dem innerlichen Wachstum. Dieses Üben an sich mit den Fühlen, mit dem, ich verbinde mich mit dem Ziel, ich setze Ziele richtig, das empfinden nämlich viele als gar nicht so leicht. Und das kann ich auch nachvollziehen. Denn das sind ja alles innere Programmierungen, die wir haben, die da mit uns sprechen. Wir sind ja nicht unsere Gedanken, sondern es sind alles irgendwie innere Programmierungen, die uns da irgendwelche Bullshit-Stories erzählen. Und mit denen erstmal zu kommunizieren und die wieder umzudrehen, das ist im ersten Moment manchmal ein bisschen haarig. Deswegen müssen wir da gucken, was wir genau mit dem Begriff Leichtigkeit machen. So, und jetzt zu dem Tipp beziehungsweise eins noch hinten dran. Nehmen wir jetzt mal das Porsche-Beispiel auf. Du musst dich da reinsetzen, du musst das fühlen und so weiter und so fort. Wenn du jetzt gerade einen, was nehmen wir mal, Ford Fiesta, Baujahr 1993 fährst und dann dir vorstellst, ich will den haben. Das ist cool, mach das, verbind dich mit dem großen Ziel. Das kann aber sein, dass das für dich noch so weit weg ist, dass du für dich nicht glaubst, dass das in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Und dann kommen diese Kernproblematiken auf, wo wir innerlichen Widerstand aufbauen. Das ist ja eh nur was für die Reichen. Ich, armer Schlucker, kann das doch überhaupt nicht. Ja, die haben gut reden. Und das Ding ist, es ist nur Übungssache. Und wenn du in der Situation bist und merkst, da kommen innerliche Widerstände auf, kannst du dir als Tipp Nummer 1 sagen, es sind nur innere Programmierung, das sind nur irgendwelche Stimmen, ich bin das nicht, alles ist möglich, alles ist cool. Der zweite Tipp ist, fang mal an mit diesem Manifestationsthema, dich mit kleinen Sachen da hineinzuwursteln. Etwas, was dir so ein bisschen, ich sag mal, egal ist. Also beispielsweise fühl mal das Gefühl,
Geh mal ein bisschen in die Thematik rein, wie morgen dir jemand einen Kaffee ausgibt. Und dann lass los. Wichtig ist, dass du dich da jetzt nicht reinsteigerst und verkrampfst dich hinsetzt. So, jetzt warte ich aber, dass mir jetzt mal jemand einen Kaffee ausgibt, sondern... Universum, zeig mal bitte ganz. Ja, so, jetzt fordere ich dich aber mal raus. Und jetzt, ja, Und das ist halt auch nicht der Weg, sondern ask, believe, receive. Ich frage danach, ich lasse los, ich glaube daran, dass es funktioniert und ich empfange. Und das Fragen ist, es ist jetzt eine subjektive Erfahrung, aber das Fragen haben viele schnell raus. Mit was will ich wirklich, wo will ich hin, Gefühle erzeugen. Das Glauben daran und in freudiger Erwartungshaltung auf den Empfang warten, das sind in meinen Augen ganz häufig schwierige Punkte. Denn wir leben in einer Gesellschaft, in der es als gut befunden wird, möglichst viel zu hasseln und zu arbeiten und Gas zu geben und loszureden und blablabla. Und ich musste oder lerne auch immer mehr noch in diesen Empfangsmodus reinzugehen, weil ich sag mal jetzt durch die Promotion, ich habe ja mein Unternehmen neben meiner Promotion gegründet und so weiter, war ich halt auch immer in diesem Kopf tun, machen, machen, kopflastig arbeiten. Nur die Frage ist halt, inwieweit kannst du dann empfangen? Und da ist so ein bisschen die Thematik begraben. Weil wenn du die ganze Zeit rumrennst und hier steht jemand und möchte dir ein Geschenk präsentieren und du rennst rum, wie soll dir jemand was geben? Deswegen ist die innerliche Ruhe zum Beispiel über Meditation, und das kann auch, ich bin auch kein Typ, der sich 3 Stunden hinsetzt und meditiert, das kann auch eine aktive Meditation sein. Das ist bei mir Motorradfahren, das ist bei mir Klavierspielen, das ist bei mir Spazierengehen, ich mache unglaublich viel Sport. Also so Momente, wo du einfach im Hier und Jetzt bist und einfach alles mal loslässt. Und da kommen dir die dollsten Ideen und dollsten Geschichte ums Eck. Nur fang im Kleinen an, das zu üben. Das ist Tipp Nummer 2. Und wenn du den umgesetzt hast und da mal ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hast, wie das ungefähr funktionieren könnte, wir sind hier jetzt gerade im super oberflächlichen Bereich unterwegs, was das Thema angeht, wenn du da Erfahrung gesammelt hast, dann gehst du auf den nächstgrößeren Schritt. Manchmal hilft Baby-Step by Baby-Step. Und Tipp Nummer 3 ist, das System der Self-Fulfilling Prophecy zu verstehen. Ich denke und glaube etwas, ich erzeuge ein Gefühl, dieses Gefühl erzeugt eine Handlung, von dieser Handlung habe ich ein Resultat. Und dieses Resultat bestätigt mir meinen Anfangsgedanken, den ich habe. Das heißt, wenn ich mir auch die ganze Zeit denke, naja, ein Porsche kann ich mir nicht leisten, die Reichen sind alle doof und arrogant und Geld verdienen, das ist super hart, super schwer, ist übrigens Bullshit, denn wäre jeder Kellner Millionär. Ja, also das muss, das muss halt alles schwer sein und bla bla bla, dann wirst du dir diesen Gedanken immer wieder bestätigen, weil du mit diesem Gedanken ein Gefühl hast, eine Handlung tust, Resultat. Und wenn du das einmal mit diesem kleinen Ding durchbrochen hast, dann kannst du dir nämlich immer wieder einen neuen Gedanken formen, den du jetzt neu glauben möchtest. Und das Tolle daran ist, dass wir uns beliebig, wie wir wollen, umprogrammieren können, auch in finanziellen Mustern. Und das ist eine Eigenschaft, über die wir als Menschen sehr, sehr dankbar sein können. Denn wir können uns unser Leben so kreieren, wie wir das wollen. Heißt das praktisch, weil andersrum. Du hast gerade auch Handeln in diesen Kreislauf natürlich schön mit eingebunden. Und ich habe das Gefühl, dass, wenn ich mit Leuten aus der sehr spirituellen Szene spreche, dass das sehr oft so ein bisschen weggeschoben wird. Das ist also der Eindruck, der entsteht, habe ich zumindest das Gefühl, ist denken, glauben, dankbar sein, jetzt schon und so weiter. Und dann klingelt irgendwann der Postmann mit 5 Millionen Euro in einer Kiste, die ich dann in Empfang nehme und dann ist gut. Und mag ja sein, dass es funktioniert, aber bei dir ist jetzt, sagst du diesen Zwischenschritt auch, dann kommt dann auch das Handeln und das Tun und die Ideen. Wenn ich jetzt manifestiere, wie könnte zum Beispiel Geld, wie könnte so ein Zwischenschritt aussehen, dass von dem Bild des vollen Kontostandes, ich dann plötzlich irgendwann im Besitz des vollen Kontostandes bin. Mhm. Impulsen folgen. Das ist ein wichtiger Schritt. Denn das Ding ist, wenn du nur da rumsitzt und nichts tust, das funktioniert nicht. Wenn du nur rumhasselst und nicht mal auf dein Innerstes hörst, das funktioniert auch nicht. Sondern es geht darum, die richtigen Dinge zu tun. Und die können manchmal gar nicht so...
wie soll ich sagen, so logisch im ersten Moment aussehen und erschließen sich dann im nächsten. Also auf Impulse hören bedeutet, jeder kennt das vielleicht von uns, dass man mal so einen kleinen Gedanken hatte. So ein, was wäre, wenn ich das jetzt so mache, Gedanke. Ein Gedanke, der kommt so, oder man, die Aufmerksamkeit wird plötzlich auf irgendwas gerichtet, wo du dir denkst, Mensch, als Logo könnte ich zum Beispiel ein Herz oder eine Krone nehmen. Das ist eine Idee. Oder dir wird ein Mensch geschickt, das habe ich schon ganz oft erlebt, dir wird ein Mensch geschickt, der dich auf irgendwas bringt, irgendein random Thema anfängt und du dir denkst, Moment, das ist die Antwort auf meine Frage. Das ist die Antwort auf meine Frage. Und dann handeln, und zwar zügig. Also wenn ich eine Idee habe, ich habe ja einen Business Buddy, die hilft mir so bei Podcasts schneiden und so Zeug. Wenn ich eine Idee habe, dann beam ich das sofort rüber und sage, wir müssen das jetzt gleich umsetzen, weil das Universum liebt Geschwindigkeit. Also mach es halt auch. Die Impulse, und jetzt kommt aber das Ding wieder mit der Leichtigkeit. Solche Impulse fühlen sich immer leicht an. Da kann ich auch bis nachts um 22 Uhr mal vom Rechner hocken. Das fühlt sich einfach immer flowy an. Das ist, ja, so könnte man es machen. Das fühlt sich gar nicht wie Arbeit an. Das ist cool. So geht's. Und den Dingen zu folgen und diesen Dingen in seinem Unternehmen mehr Raum zu geben, das ist der Schlüssel. Nur umsetzen darfst du es auch. Ich meine, der liebe Gott, Universum, call it as you want, hat dir nicht umsonst ein Hirn, zwei Hände, Füße und so mitgegeben, damit du damit auch etwas tun kannst. Deine Seele will sich ja hier entfalten. Das heißt, so ganz ohne Handeln funktioniert es nicht. Es geht nur darum, dass du die richtigen Dinge tust und nicht einfach nur arbeitest und hasselst, um des Arbeiten und Hasselns willen, um dann jedem zu sagen, Gott, habe ich ja die Woche dafür gearbeitet. Na meine Güte, was bin ich für ein toller Mensch. Also, nee. Und wenn dann nichts bei rund kommt, dann ist man auch in so einer richtig schönen Position von, ah, ich mach mir den Rücken buckelig, schufte ich mir. Und ah, guck dir diese reichen Idioten an, die auch ohne so viel zu arbeiten viel mehr haben als ich. Und da verstärke ich diesen negativen Gedankenkreislauf, ne? Ja, und das Ding ist, und there's the point, dass du darfst dir gleichzeitig sagen, dass Geld verdienen einfach ist. Denn alles andere, das sind nur Bullshit-Geschichten. Wir kommen hier auf die Welt als leere Diskette, als leerer USB-Stick. Diskette? Diskette, ja, damals, also damals Diskette. Nehmen wir heute USB-Stick, Festplatte, Cloud-Speicher, was genau. Auch immer. Als leerer Cloud-Account kommst du auf die Welt. Ja, du warst als leerer Cloud-Account hier auf die Welt. So. Und dann kommen da Programmierungen von deiner Mama, von deinem Papa, Oma, Opa. Deine Lebenserfahrung kommt ja mit der Zeit auch dazu. Freunde, Schulzeit, Studium, whatever. Und die machen dich zu dem Menschen, den du heute ausmachst. Und auch diese Storys über Geld werden dir da erzählt. Das heißt, wenn du jetzt gerade zuhörst und irgendwie auch ein Geldthema hast oder dir denkst, vielleicht ist da was dran, was die Mareike da erzählt. Dann frag dich mal, wie war denn so das finanzielle Muster in deiner Familie oder bei Oma oder was hat dich da geprägt? Das muss auch gar nicht so offensichtlich sein. Das kann auch sein, dass es in 2, 3 Tagen mal kommt, die Antwort. Nur das nimmst du höchstwahrscheinlich mit und hast einen entsprechenden Kontostand. Denn dein Kontostand ist nur ein Spiegel deiner inneren Vibe bezüglich Geld. Und wenn wir uns selber erzählen, dass Geld verdienen hart und schwer ist, dann werden wir, das ist unser Gedanke, es erzeugt deine Emotionen, diese Emotion verfolgt deine Handlung. Wir tun alles dafür, damit Geld verdienen hart und schwer ist. Die Infrastruktur in unserem Business bauen wir uns so auf. Wir suchen uns vielleicht einen Job, der uns genau das vermittelt. Und dann haben wir ein Resultat, der diesen Gedanken bestätigt und booms. Und jetzt nehmen wir, ne, und dann haben wir den Gedanken, diesen Glaubenssatz gestärkt. So, und jetzt gehen wir dabei und brechen diesen Glaubenssatz und sagen, was ist denn, wenn das andere gültig wäre? Was könnte ich denn dann machen? So, und dann entsprechend gehst du weiter und machst deine neue Emotion, deine neue Handlung, dein neues Resultat und verstärkst den Glaubenssatz. Und da sind wir wieder am Punkt, ich kann mich dahin programmieren, wo ich hin will. Was hältst du von diesem Glaubenssatz, Geld ist nicht so wichtig? Und also wenn man solche Podcasts hört und dann, ja, Geld, weißt du, Mareike, was denkst du dazu? Also
Wie kann Geld nicht wichtig sein? Das ist meine Frage. Also für alle, die zuhören, wie kann Geld nicht wichtig sein? Geld ist eine neutrale Ressource. Mit Geld kannst du geile Sachen machen. Und viel Geld zu haben bedeutet einfach nur, dass du viel Geld hast und mit einer Ressource viele coole Sachen machen kannst. Zum Beispiel es dir gut gehen lassen, in dein Business zu investieren, etwas zu spenden, dir eine Wohnung zu kaufen. Whatever, was du damit machen willst. Du kannst damit ja tun, was du willst, aber es ist eine neutrale Ressource. Jetzt muss man eine Sache dazu sagen. Geld ist wichtig. Punkt. Ein Business ohne Geld ist ein Hobby. Punkt. Wenn du in deinem Business kein Cashflow generierst, warum hast du ein Business? Punkt. Es ist aber nicht das Wichtigste. Das heißt, da dürfen wir eine Unterscheidung treffen in meinen Augen. Denn was du dir mit Geld nie kaufen kannst, ist Liebe. Und am Ende ist das einer der Hauptbeweggründe, warum Menschen etwas tun. Wir handeln immer nur aus Angst oder aus Liebe. Und wir brauchen menschliche Nähe, wir brauchen geliebt werden und wir brauchen auch geliebt werden, unabhängig davon, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe. Dieses bedingungslose Liebe. Diese bedingungslose Liebe, genau. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch Family Life und whatever. Also wenn du, ich bin jetzt nicht so der Familienmensch, aber wenn du da sehr viel Wert drauf legst oder was auch immer, natürlich, das ist super wichtig und es ist das Wichtigste und auch die Beziehung zu deinen Liebsten und so weiter. Nur schlussfolgere bitte nicht daraus, dass Geld nicht wichtig ist. Geld ist wichtig. Du kommst ohne Geld keinen Meter voran, egal was du machen willst. Du kommst keinen Meter voran. Und häufig ist Geld auch ein Beschleuniger von Dingen, egal bei was. Jetzt habe ich zwei, drei Richtungen, in die das Gespräch weitergehen könnte, die ich alle so geil fände. Du, ich habe Zeit. Ja, geil. Dann machen wir, fangen wir mit der einen Sache an und gucken, was passiert. Wenn, also du hast jetzt gerade so richtig cool rausgestellt, Handeln und diese spirituelle Seite, Gefühle, Gedanken, das kommt zusammen. Das ist keine getrennte Sache. Wir hustlen nicht ohne die spirituelle Seite sozusagen. Und wir gehen auch nicht rein, rum zu meditieren, ohne Impulsen zu folgen und zu handeln. Aber nimm uns doch noch mal so ein bisschen in diesen Kreislauf mit rein. Wenn ich jetzt anfange, meine Gedanken und Ziele und Wünsche zu definieren und ein Gefühl aufzubauen und ich spüre, dass ich kriege den Enthusiasmus nicht aufgebaut, ich kriege die Freude oder die Dankbarkeit spüre ich nicht und immer wieder kommen so Themen hoch, wo ich wieder negativ denke, fühle. Wie durchbreche ich diesen Kreislauf, dass ich plötzlich anfange, wirklich echte Freude, Dankbarkeit zu spüren und das nicht so ein aufgesetztes, ich freue mich so, ich freue mich, ja, ich glaube, ja, ich Ja, glaube. ja, ja, ja. I know what you mean. Step back, geh einen Schritt zurück und hinterfrag mal dein Ziel, ob es wirklich, 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 wirklich dein Ziel ist. Oder ob es ein Ziel ist, was man von dir erwartet von außen. Denn wenn es so ein von außen erwartetes Ziel ist, dann empfinden wir auch keine Freude und Motivation, sondern empfinden das alles als hart und schwer. Das kann sein, dass das beispielsweise deine Ma oder dein Dad oder sonst wer ist, der von dir die Erwartungshaltung hat, dass du jetzt bitte dieses Ziel erreichst, weil er oder sie das gerade mal geil finden würde. Es ist aber nicht deins. Und da ist wirklich die Frage, sobald eine negative Emotion aufkommt, ist es eine Idee, die nicht deine ist? Das ist ganz wichtig. Dann ist es eine Idee, die nicht zu dir gehört. Das muss man jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen, ich habe Angst zu wachsen und bringe den Mut auf, es trotzdem zu tun. Und zwischen, das ist wirklich nicht meine Idee. Das ist eine Übungssache. Das führt hier jetzt nicht zu weit. Nur wenn du wirklich so gar keine Motivation aufbringen kannst, dann frag dich, ist das meine fucking Idee? Ist das wirklich was, was zu mir gehört? Denn was du willst, ist nicht unbedingt das, was du dir jetzt mit deinem begrenzten Mini-Verstand da oben ausdenkst. Sondern das, was du willst, das spürst du in deinem Körper. Das ist das, was du so vorne rechts in der kleinen Zehe, das, was du da spürst. Häufig hilft da die Frage, was wir mal als Kind so werden wollten. Denn als Kind ist man noch so herrlich unverbraucht und unverblümt und sagt einfach so, wie man es so will. Und was wolltest du denn da werden? Was hast du denn als Kind gerne gemacht? Und da geht die Reise schon viel spannender hin. Und dann, das ist die Krux. Sich zu erlauben, das auch zu leben, da steckt ganz viel dahinter.
Und wenn du dir das erlaubst und da einfach deinen Seelenweg gehst und sagst, also dafür bin ich quasi hier auf der Erde, um das zu machen, ja, dann wird es auch immer flowiger und leichter und cooler und du machst einfach das, was dir Freude und Spaß macht. Geil. Hört sich nach einem geilen Leben an. So weit weg. So, das sind manchmal sind das die kleinsten Sachen, die kleinsten, die wir ändern dürfen. Und du, weißt du, das Ding ist, wenn du im Auto fährst und dieses Auto, das Lenkrad um einen Grad weiter nach links oder nach rechts drehst, dann wirst du auf Dauer an einem völlig anderen Ort ankommen. Ein Grad, ein halber Grad, nur nach links oder nach rechts. Und du wirst woanders ankommen. Und es ist nicht so weit weg und manchmal auch gar nicht so schwer, wie wir uns das denken. Das ist so cool. Hast du Bock auf ein Fallbeispiel? Ja. Lass ein kleines Fallbeispiel machen. Ich habe, was nehmen wir denn mal für eine Person? Also ich versuche so im Kopf gerade durchzuscannen, wer gerade alles zuhören könnte. Und, oder was für Gespräche ich in letzter Zeit so geführt habe. Frau, um die 30, Single, super frustriert mit dem jetzigen Leben, eingebunden in einem Vollzeitjob und möchte ein finanziell unabhängiges Leben führen, möchte mehr Geld verdienen, möchte was machen, was sie richtig liebt, aber ist der festen Überzeugung, dass man damit kein Geld verdienen kann, dass es nicht funktioniert. Hat sie auch schon mal versucht, war sehr, sehr schwer. Und jetzt steckt sie in einem Job, den sie scheiße findet, ist, hat also kann eigentlich gar nicht so weit denken, dass überhaupt ein eigenes Business zum Beispiel zu finanzieller Unabhängigkeit führen könnte und hört jetzt diesen Podcast und denkt sich, ja, Leichtigkeit will ich auch und ich will das manifestieren und ja, ich will das auch mit dem mehr Geld, aber Mareike, wie um Himmels Willen soll ich das jetzt machen? Weil ich bin halt jetzt in diesem Kackjob drin. Könntest du an diesem Beispiel so ein bisschen nochmal diesen Prozess ausführen, wie du jetzt mit dieser Person zusammenarbeiten würdest, dass am Ende des Prozesses Dinge passieren im Leben, die sie vielleicht vorher noch gar nicht erwartet hätte. Also, das Erste ist erstmal, was an der Stelle lobend hervorzuheben ist, dass sie das Problem erkennt. Denn da scheitert es nämlich schon bei vielen, dass sie das gar nicht als Problem ansehen, sondern das ist halt so. Bums. Ja, verstehe. So, und wenn du das Problem erkennst, ist das schon mal die halbe Miete. So, jetzt kommt die zweite Sache dazu. Take a step back. Geh mal als neutraler Beobachter an diese Sache heran, was denn da ist. Weil all das, was du gerade erzählt hast von diesem Fallbeispiel, das sind ja nur irgendwelche Stories, die wir uns da erzählen. Und dass man von so einem Kackjob abhängig ist, so ein Bullshit. Es gibt so viele andere Jobs, die man machen kann. Und auch der Gedanke, mit dem kann ich aber kein Geld verdienen, Bullshit. Bullshit-Stories. Alles nur Geschichten, alles innere Programmierung, alles aus irgendwelchen Erfahrungen, Bullshit. Stell dir mal vor, du würdest dein Gedächtnis verlieren und bist heute mit Null auf der Welt. Würdest du es immer noch glauben, dass es so ist, oder würdest du einfach mal ausprobieren? So. Und dann das Erste, was ich, also jetzt kenne ich natürlich die Person nicht, was ich mir vorstellen könnte von dem, was du erzählst, mit mega frustriert und so weiter und so Ich kenne fort, die übrigens ist, auch nicht, aber. ja, das ist. Ich gehe mal so ein bisschen weiter, ich spinne jetzt mal die Story weiter. Ist eine lösungsorientierte Haltung dieser Person einzufordern. Im Regelfall, wenn ich mit selbstständigen Leuten arbeite, kommen die alle mit so einer Lösungsorientierung, dass sie schon quasi durch diesen Enthusiasmus des Coachings buchen bei mir. Das habe ich auch schon gehabt. Hat eine Coachie bei mir gebucht. 3 Tage war die fünfstellig, weil die so in so einem Energiewipe war. Weil die gesagt, geil, und es geht los und ich habe mich noch nicht mal beschäftigt und es funktioniert alles. Also, eine lösungsorientierte Haltung einzunehmen. Denn wenn du dir ein Ja-Aber-Coaching buchen möchtest, dann ist das Geld zum Fenster rausgeschmissen. Auch eine Lottospielmentalität-Coachings oder Mentalität in Coachings reinzubringen, ist Geld zum Fenster rausschmeißen. Das bedeutet, also ich habe viele Leute, die gerne oder ja, mit vielen Leuten schon zu tun gehabt, die gerne mal 1 Million Euro haben würden, aber nur einmal zum Ausgeben, nicht aber die Person werden wollen, die in der Lage ist, das selber zu generieren. Und das ist ein Riesenunterschied. Also
Step back oder wieder zurück zu dem Thema, eine lösungsorientierte Haltung einfordern und die Opferhaltung und das Ego mal gehen zu lassen. Denn ganz oft steckt in dieser Frustration drinne und der ist doof und der gibt mir die Anerkennung nicht und die gibt mir die Anerkennung auch nicht und dann hat die Kollegin nämlich über den gesagt und das landet dann wieder bei mir auf dem Schreibtisch. So. Ja, und was, wie, inwieweit bringt dich das jetzt weiter? Was ist das jetzt für eine Story? Also da wirklich Opferhaltung gehen lassen, mit einer neutralen Haltung rangehen. Und jetzt gucken wir mal, was du eigentlich wirklich willst. Denn das Problem bei vielen ist, dass sie so weit in die Zukunft gucken, dass sie das hier und jetzt überhaupt nicht mehr sehen. Oder andersrum, meine vergangenheitsorientierten Typen, damals war alles noch so wunderschön, aber heute, und Bullshit, funktioniert beides nicht. Sondern stell dich mal hier und heute hin. Wenn du heute machen könntest, was du wolltest, was wäre es heute? Und sobald ein Ja-Aber-Gedanke in deinem Kopf kommt, den schieb mal beiseite, sondern mach dir mal ein weißes Blatt Papier, was möchtest du dir einladen? Und dann schauen wir gemeinsam, in welchen Steps das möglich sein könnte. Und dann kommt jetzt ein ganz schwieriger, ein leicht schwieriger Balanceakt zwischen dem The House, not your business. Wie das in dein Leben kommt, spielt für dich keine Rolle. Du darfst nur die Vibe und die Frequenz deines Ziels spüren. Und dem, ich muss aber ja auch was tun. Und diese Gap, jetzt haben wir hier so eine kleinere Gap, die schließen wir durch Impulse. Das heißt, ich darf aber ganz klar mal kommunizieren, wo ich eigentlich hin will und was ich will. Und das kann ich aber nur aus dem Hier und Jetzt mal beantworten. Und den meisten oder bei den meisten, die aus so einem richtigen Hustle-Job kommen und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich meine, ich habe eine Firma gegründet, ich habe promoviert, ich habe parallel noch einen Nebenjob gehabt, habe in einem Fintech und mal in der Web-Development-Firma gearbeitet und Zeug gemacht und bla 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 bla. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Das Erste, was dann in der Regel kommt, ist, ich möchte einfach mal Urlaub. Und das ist okay. Das heißt, der nächste Step in dein Traumleben ist mal 3 Wochen alles liegen zu lassen und mal runterzukommen. Und dann mal zu überlegen, wenn alles möglich wäre, wie hätte ich es denn gern? Denn dann muss erstmal dieser ganze Arbeitsmüll und Zeug und Gedanken und das muss erstmal da raus. Und dann empfehle ich Journal, 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 Journal. Das ist mein absolutes Obermega-Lieblingstool. Yes. Ich liebe Journalen. Und also wer mal Lust hat, guckt da mal in meinen Journal, dich reich kurz vorbei. Journal, 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 um da weiterzukommen und mal wieder mit seinem inneren Emotionskostüm und seiner Seele überhaupt in Kontakt zu treten. Denn das, wenn es schon so klingt, dann ist das vielleicht die letzten 15 Jahre ein bisschen kurz gekommen. Da muss erstmal wieder eine Verbindung aufgebaut werden. Das wären so die ersten Ansätze. Und dann. Geil. Ja. Und dann die Routine. Wenn ich jetzt nicht, egal ob es das Fallbeispiel sind oder ob es wir beide sind, ich meine, wir sind ja auch auf einem Level, wo nach oben noch sehr viel Luft ist und wir sind ja die ganze Zeit daran am Arbeiten. Jetzt ist eine Routine da und wir haben im Vorgespräch oder vorhin so ein bisschen ja philosophiert, du bist gerade an einem persönlichen Thema dran, wo es auch wieder Herausforderungen gibt und es auch sich vielleicht manchmal so ein bisschen so energetisch so in so einem Loch anfühlen könnte. Ich komme gerade auch aus so einem Loch raus. Was ist jetzt so eine Routine, dass du sagst, hey, das machst du, um dran zu bleiben, um diesen Kreislauf von Gedanke, Glaube, Impulsen folgen und so weiter immer wieder zu bestärken und durch die nächste, vielleicht auch durch die nächste Lower Emotion durchzugehen. Was sind so eine Routine, eine Tagesroutine dahinter? Ja, das Erste ist, aus allem die Bewertung zu nehmen. Tobi, in deiner Frage steckt jetzt drin, dass eine negative Emotion was Schlechtes ist. Nimm mal die Bewertung aus allem. Nimm die Bewertung aus Geld, nimm die Bewertung aus deinen Kollegen, nimm die Bewertung aus irgendwelchen Businesses, nimm die Bewertung aus Leute. Alles ist nur. Und alles andere gibst du an Bewertung rein. Die erste Routine, was ich mache, ist, nimm mal die Bewertung aus allem raus. So, und eine negative Emotion ist das Beste, was dir passieren kann. Das Allerbeste. Ich denke immer, boah, heute ist mal wieder so ein kosmisch lustiger Tag bei dir. Was ist jetzt hier gerade im Turbogang bei dir am Wachsen?
Und das Ding ist, wenn du sagtest, du sprachst es gerade an, ja, bei mir stehen jetzt auch die nächsten Wachstumsprozesse an. Und natürlich, wenn man innerlich wächst, das ist wie wenn man sich neue Turnschuhe kauft. Manchmal drücken die noch so ein bisschen und das fühlt sich irgendwie noch nicht so bequem an, aber die ausgelatschten Schuhe, die tun es halt auch nicht mehr. So, und jetzt muss man sich da so wieder ein bisschen neu dran gewöhnen und das reibt halt natürlich manchmal und da gibt es irgendwie so ein paar spannende Gefühle. Nur ist die Bewertung erstmal aus denen rauszunehmen, sondern zu sagen, geil, ich fühle gerade was Neues, neue Experience, weiter geht's. Ich bin auf dem richtigen Weg. Und wenn ich was Negatives fühle, dann weiß ich, das ist der schnellste Weg, etwas zu lernen. So, das heißt, eine negative Emotion ist gar nichts Schlimmes. Und dann nehme ich dir kurz an, guck sie mir an, guck, was ich damit mache, wo das Geschenk ist, und dann geht es weiter. So, und was ist die andere Routine? Jeden Tag 30 Minuten Content zum Thema Mindset und Coaching. Diesen ganzen Strategie-Shit, das ist auch irgendwo eine wichtige Komponente, da muss man sich halt mal mit beschäftigen, Tüdelü, das ist auch wichtig. Aber 95% in deinem Business machen deine Art und Weise, wie du über Dinge denkst und wie du sie siehst, aus, also dein Mindset. Und Mindset bedeutet für mich übrigens auch, dass ich meinen Körper so ein bisschen damit einschließe. Nicht nur ein bisschen, sondern viel damit einschließe. Denn Mindset setzt sich ja aus Bewusstsein, Unterbewusstsein und Körper zusammen. Mein Körper ist ein ausführendes Organ. Das heißt, für mich gehört auch dazu, dass ich jeden Tag Sport mache, weil mir das wichtig ist. Es gehört dazu, dass ich mich mit meinen Gedanken auseinandersetze. Und ich studiere einfach immer mein Coaching-Material und bin auch dauerhaft in Coachings, in Online-Kursen, bilde mich weiter. In meinem Berufsfeld natürlich jetzt sehr viel mit dem Thema Geld, ja, und den Gedanken über Geld und so weiter und so fort, weil es mich täglich daran erinnert, dass das wichtig ist. Und das Problem ist, dass viele das mal für eine Zeit lang machen. Damit kreieren sie sich dann in etwas näherer Zukunft richtig geile Sachen, denken, jetzt ist ja geil, jetzt brauche ich das nicht mehr. Und das ist der fatale Fehler. Und dann, tschung, hast du wieder den Absturz. Und was man sich dann kreiert, ich nenne das immer das periodische Glück, ist, ich bin dann hier oben, dann höre ich auf, dann bin ich wieder hier unten, dann denke ich mir, okay, habe ich jetzt mal bei der Mareike gehört, dann kramt man sich alle Coaching-Tools wieder raus, macht was, wurstelt sich da wieder raus, dann ist man wieder hier oben, hört auf. Das Coole ist ja, wir können aber, wenn wir das wissen, können wir uns aber irgendwie so was Exponentielles so nach oben hin kreieren, wenn man sich einfach jeden Tag damit beschäftigt. Und wenn es, das sage ich ehrlich, wie es ist, und wenn es dir noch so lala geht, hol dein Buch raus, hol dein Audiobook raus, hol dein Coaching-Kurs raus, hör dir irgendeinen Podcast an, aber tu's und glaub mir, es wird dir helfen. Das ist also eine Gewinnerroutine Nummer eins und die anderen beiden sind morgens Journal und abends spazieren gehen. Hört sich erstmal simpel genug an, geil. Ja, es ist alles gar nicht so schwer. Umsetzen ist auch noch gut. Umsetzen macht auch voll Sinn. Geil. Also zusammengefasst, was war mein erster Punkt? Routinentechnisch? Ich nehme die Ich glaube, Bewertung aus allem raus. Bewertung rausnehmen. Okay, also das heißt, eine schlechte Emotion ist gar keine schlechte Emotion, sondern es ist ein Hinweis, ein Zeiger, eine Möglichkeit, ne? Alles Mögliche, was. Das, sehr geil. Und dann hast du gesagt, sich jeden Tag voll zu machen mit Content, mit gutem Content. Ja, also du musst dich jetzt nicht jeden Tag da 5 Stunden hinsetzen, aber nimm dir eine halbe Stunde Zeit. Morgens beim Frühstück machen, hau dir die Kopfhörer drauf, hör dir was an. Vielleicht sind es ein paar tolle Affirmationen, vielleicht ist es ein Hörbuch. Whatever, beschäftige dich mit dem Coaching-Content, der dich weiterbringt und der sich gut anfühlt. Morgens Journal, warum morgens, by the way? Ist es wichtig, dass Damit es morgens ist? ja, also das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich ein totaler Morgenmensch bin. Damit ich meine Gedanken schon morgens dahingehend ausrichte, wo ich hin will. Also Journal, da könntest du noch einen ganz eigenen Podcast von machen. Wo will ich hin? Wie soll mein Tag heute sein? Wie will ich mich fühlen? Wir haben gesagt, it's all about the feelings. Das ist das Wichtigste. Und damit ich morgens nicht schon mit so einem Grimmskrams aufstehe, sondern mit einem guten Gefühl, fange ich morgens an zu journalen und schreibe mir mal auf, wo ich eigentlich heute hin möchte. Und abends vorm Schlafen gehen, eine halbe Stunde frische Luft, Bewegung, Ja, bei mir ist es denken. manchmal eher 1,5 Stunden tatsächlich.
Also es hat Ja. sich aber entwickelt, das muss so, das kann jetzt, sind jetzt meine Routinen, die müssen aber nicht deine sein. Für dich kann es etwas völlig anderes sein. Nur meine Abendroutine ist etwas, wo ich sehr viel Stress gehen lasse. Da, also als Coach, das wirst du selber auch wissen, Tobi, kriegst du natürlich auch viel Fremdenergie so ab, ne? Also da kommen Leute, die erzählen dir irgendwas, was nicht gut läuft, oder du bist so in so einem ständigen Energiewall von irgendwelchen Menschen, und ich lasse über Erden, über die Füße relativ viel gehen. Und deshalb nehme ich mir abends bewusst ganz viel Zeit, höre schöne Musik oder ein tolles Hörbuch oder was auch immer. Und damit finde ich meinen Ausgleich. Das ist einer meiner krassesten Erfolgsroutinen ever. Geil. Ja, was ich raushöre, sind so zwei oder zwei Hauptdinge. Das eine ist nicht zu unterschätzen, dass unsere persönliche Entwicklung, unser persönliches Wachstum der Deckel ist für das, was wir erleben, für unseren Erfolg oder für das Lebensgefühl, was wir haben. Das heißt, der Fokus ist nicht auf Business-Strategie, auf schnell, werde schnell reich Sachen und irgendwelche Systeme zu kaufen, die mir dabei helfen, sondern es ist auf meine eigene Entwicklung und auf mein Wachstum. Wer mehr Geld will, muss persönlich wachsen, sonst funktioniert es nicht. Es ist auch egal, ob du selbstständig bist, ob du in einem Job bist oder was auch immer. Wenn du nicht persönlich wächst, wirst du nicht mehr Geld verdienen. Punkt. Und finde ich sehr, sehr geil. Und ich finde, das ist ich bin froh, dass das in der Gesellschaft zu anscheinend gesellschaftsfähiger wird, dass Persönlichkeitsentwicklung nicht mehr etwas ist, was nur irgendwelche Hexen auf dem Scheiterhaufen machen, sondern was gesellschaftsfähiger wird. Trotzdem glaube ich immer noch massiv unterschätzt. Und das Zweite, was ich raushöre, ist, Verantwortung zu übernehmen für seine Emotionen und Gefühle und Träume und den Lebenszustand und rauszukommen aus der Opferrolle. Magst du noch ein paar Sätze so als zusammenfassende Klammer sagen zu dem Thema raus aus dieser Opferrolle, das Leben passiert mir und ist alles Kacke und ich kann nichts machen, hin zu dem Bewusstsein, dass ich Erschaffer bin, dass ich das in der Hand habe, mein Leben gestalten und entwickeln zu können? Sehr gerne. Also erstmal, ja, genau so ist es. Das Leben passiert nicht einfach nur so, sondern du bist Akteur, nur du darfst auch zum Akteur werden. Und das Ding ist, dass diese Opferhaltung halt eine sehr bequeme ist, ne, wenn alle anderen und das System schuld sind. Ist es aber nie. Du kannst dein Leben in die Hand nehmen und Dinge einfach umsetzen und tun. Es ist nie der Chef, der doof ist. Es ist nie die Kollegin, die doof ist. Es mag sein, dass sie dich vielleicht nicht mal cool behandelt haben. Oder es ist auch nie der eine Kunde, der doof ist oder so, sondern du selbst hast die Situation, in der du gerade bist, selbstständig erschaffen. Alles, was um dich rum ist, ist eine Kreation deiner Gedanken, die du mal gedacht hast. Und es fängt im Kleinsten an, weil wenn du die ganze Zeit über deinen Chef anfängst, Blödsinn zu reden oder über deine Firma Blödsinn zu reden, im Sinne von, das verdient kann ja kein Geld verdienen oder sonst was. Was manifestierst du dir denn damit? Und das Ding ist, wir manifestieren und senden ja die ganze Zeit ans Universum irgendwelche Energien raus. Also was erzählst du da? Fang mal an, über dein Business in den höchsten Tönen zu reden. Und nicht zu sagen, ich habe nur 250 Follower, kann nicht, sondern Alter, stell mal 250 Leute in eine U-Bahn-Haltestelle. Das Ding ist voll. Und die folgen mir, weil die das irgendwie cool fanden, was ich gepostet habe. Oh mein Gott, wo kann das noch hingehen? Völlig andere Betrachtungsweise und völlig andere Vibe, die du rausschickst. Und wenn du das mal machst, dann merkst du, dass du tatsächlich mit deinen Gedanken und mit dem, was du tust und sagst, Kreateur deines Lebens bist. Und reflektier das ruhig mal. Wie redest du denn über dich, über dein Business und so weiter? Und auch dieses Mitleid erzeugen, ne? So, dass man dann mal kurz, ich habe das früher auch gemacht, also, wo ich Anfang 20 war, die große Mitleidskiste rausholen. Ich, arme kleine Zauberzuckermaus, was ich alles erlebt habe, hör auf damit. Hör auf damit. Own your shit. Cool, dass du es erlebt hast. War bestimmt nicht sexy. War bei mir auch nicht sexy. Ist das jetzt mein Entschuldigungsding für alles? Nein. Sondern ich habe die Story gedreht und habe sie zu meiner Erfolgsgeschichte gemacht und nicht zu meiner, ich möchte aber Mitleid und Aufmerksamkeit Geschichte. Hör auf damit.
Auch mit einer Opferhaltung, da kann ich dir nur sagen, hör auf damit. Erkenn das und mach dein Leben zu dem, wie es dir gefällt. Indem du deine Gedanken und deine Perspektive änderst. Und dann fängst du an, plötzlich überall Wunder zu sehen und ganz andere Sachen und Menschen in dein Leben zu ziehen. Und das ist ganz wundervoll. Also mit deiner Opferhaltung kommst du nicht weiter. Zauberhaft. Schön. Ah, danke dir, Mareike. Gerne. Das war sehr gut. Schön. Das war sehr gut. Magst du jedem, der zuhört, noch ein paar Infos geben? Jeder, der das jetzt sexy fand heute, was du von dir gegeben hast, der neugierig ist, entweder wer du bist, was du machst, aber auch dem das thematisch so richtig gehuckt hat. Wo kann man dich finden? Was kann man bei dir kaufen, buchen oder wie kann man mit dir ins Geschäft kommen? Und wo geht die Reise für dich hin so in den nächsten Wochen und Monaten? Ja, also wer mich finden möchte, findet mich entweder bei Instagram unter @mareike_bruns, aber ich denke mal, du wirst das eh alles noch verlinken. Klar, oder meiner Website www.mareikebruns in einem Wort.de und Facebook und so die ganzen Social Media Sachen. Gebt Mareike Bruns ein und ihr werdet mich finden. Und wer mir da ein bisschen folgen mag, super, super gerne. Was kann man bei mir kaufen? Also ich habe ja gerade schon sehr viel vom Journal gesprochen. Da gibt es jetzt den Journal Dich Reich Online-Kurs. Da kann man sofort einsteigen, das kann man sofort buchen und da mal ein bisschen sich mit seinem Money-Mindset auseinandersetzen. Das ist ein ganz wundervoller Kurs. Also bestimmt tolle Rückmeldungen bekommen, ist mega. Was es auch noch gibt, das ist jetzt so das eine, wer jetzt das andere Extrem möchte, sagt, Mareike, nur du und mit dir möchte ich arbeiten. Da gibt es jetzt ganz neu die VIP-Pakete. Die sind jetzt gerade ganz frisch raus, also wirklich super oberfrisch. Die habe ich jetzt gerade just mal so angekündigt, dass es die gibt. Da ist ein Mentoring mit mir drin und wir gucken uns an, wie dein Business funktioniert und so weiter und so fort. Und wo es hingeht, ist, dass es noch mehr von diesen tollen Online-Kursen gibt. Da bin ich gerade mit meiner Business Buddy auf Hochtouren dran, dass die jetzt fertig entwickelt werden. Und sie sind auch schon so gut wie fertig. Und ab September, da ein bisschen auf meinen Socials aufpassen, gibt es einen krassen Universums-Business-Kurs. Also darf ich jetzt schon mal so ein bisschen in die Vorankündigung gehen, Preview. Also ich habe ja dieses Jahr schon zwei krasse Programme entwickelt. Zwar das Money and Shine und Wealthy Woman. Das Wealthy Woman läuft auch gerade noch und mit fantastischen Ergebnissen, was wundervoll ist. Und der kommt jetzt noch so ein dritter Kurs und der hat es in sich. Der ist cool. Also da gespannt. Nice. Also alle mal gucken gehen. Ganz herzlichen Dank fürs Mitteilen. Und so ein Kurs praktisch ist so online-kursmäßig aufgebaut mit irgendwie Live-Elementen und Sachen. Oder wie kann man sich das praktisch vorstellen? Jetzt zum Beispiel vom Journal Dich Reich. Journal Dich Reich ist komplett ohne mich. Da hast du einen Audiokurs. Da bist du, was heißt ohne mich? Du hörst meine Stimme. Also das ist deine. Und du hast ein ganz wundervolles Workbook, denn es geht um Journal. Du sollst schreiben in diesem Kurs, ja? Und der Universumskurs, den ich gerade angeboten habe, also wo es um Business geht und vor allen Dingen dieses Runterbrechen auf, ja, wie mache ich das denn jetzt wirklich so im Alltag, wo halt auch mal Zeug passiert, da bin ich live dabei. Also da gibt es Calls mit mir einmal pro Woche. Und bei dem VIP-Paket, das ist sehr intensiv mit mir zusammen. Und auch mit anderen VIPs zusammen, weil ich sehr gute Erfahrungen mit Gruppen gemacht habe, weil die sich energetisch sehr viel mittragen. Ja. Das ist ganz, ganz, also ein ganz, ganz wundervolles Konzept. Und die anderen Online-Kurse, von denen ich gerade sprach, wo ich gerade mit Hochdruck dran bin, die sind auch, also zwar mit mir, aber nicht live mit mir. Genau. Geil, danke dir. Gerne. Mareike, nochmals ganz, ganz lieben Dank. Hast du gerade ein Wort von oben, ein Schlusswort oder irgendwas, was dir noch durch den Kopf oder durchs Herz geistert, was du noch rausgeben möchtest? Ja, drei Worte. Alles ist möglich. Amen. Geil. Danke dir. Und an jeden Zuhörer auch herzlichen Dank. Wir wissen deine Zeit auch sehr, sehr zu schätzen, dass du dir Zeit für dein Wachstum nimmst, für Input nimmst, für dein Mindset nimmst und schau gerne bei Mareike oder bei mir auf Instagram vorbei und vergiss nicht jetzt nach der Folge, dich kurz mal hinzusetzen. Es können 5 Minuten, 2 Minuten sein. Mach dir so 2, 3 Notizen, Dinge, die für dich hochkamen, die während der Folge für dich relevant waren, damit du nicht dabei stehen bleibst, dir tolle Inhalte reinzuhauen, sondern in die Umsetzung zu kommen. Und wir wünschen dir dabei viel Erfolg und bis zur nächsten Folge. Mach's gut.